Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Vor mir die Ente, die Ente hätte ich beinahe gesagt. Elten ist auch da, nein, Ente ist da. Quack, hallo. Quack, quack. Elten bin ich da nicht. Wir haben ein bisschen gekämpft. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession und wir haben wieder mal ein bisschen für uns gekämpft. Und wir haben ein paar Mods ausgetauscht bzw. weggelassen und eigentlich noch zwei dazu. Wir haben einen weggelassen und zwei dazu. Wir haben die Ambient Walls, das sind diese, die wir nie benutzt haben. Genau. die Lichter gehören zu einem Modpack, den wir nicht entfernen können. Der gehört zu diesem Modpack, der auch meines Erachtens diese Regale und sowas, glaube ich auch. Also das war diese ganzen Furniture-Dinger da. Genau, aber wir haben ein neues Modpack und zwar von dem gleichen Macher und da funktionieren die Lichter glücklicherweise. Magst du? Ceiling. Genau. Light. Okay, das Dumme ist, unser Gang ist einfach mal zwei breit. Das heißt, wir müssen die immer nebeneinander. Wir müssen hier sogar vier setzen eigentlich, damit es synchron ist. Cheat. Ja, oder wir setzen sie an die Wand, wo diese jetzigen Lichter sind. Einfach, weil sie ein viel angenehmeres Licht machen. Ich würde ehrlich gesagt sogar wirklich einfach vier Stück oben hinsetzen. In einer Reihe? Oder im Viereck? So. Einfach. Ja, das ist doch gut. Das ist wenigstens ordentlich hell. Aber nehmen wir die anderen weg dafür, oder? Ja, klar. Weil genau. Die brennen sich an die Netzhaut. Die brauchen wir auch nicht mehr. So, wir müssen die aber noch einstellen. Wir müssen nämlich den Flutscheinwerfer aktivieren. So, dann können wir auch die hier in dem vorderen Teil im Cockpit. Ah, shit. Hast du ein Synchron-Dings drin? Spiegelachse? Aber natürlich. Ja, Mann, hab ich die Spiegelachse an. So, ich mach sie mal an. So, ich gehe mal kurz rüber und korrigiere das, was ich gerade Mist gebaut habe. Achso, wir müssten mal an eins der Cockpits, ich hab dich überholt. Oh, im Regal angeschlagen. Und zwar hier hinten. Die habe ich nämlich mit der Spiegelachse. So. Jetzt. Ich überleg gerade. Ah, da sind noch welche. Gar nicht gesehen. Haben sich getarnt. So. Wohl hell genug machen sie eigentlich, oder? Dadurch, dass es vier sind, ich muss mal ein eigenes Licht ausschalten. Na, die strahlen halt nicht bis auf den Boden, ne? Der wird nicht angestrahlt. Nee, dann müssen auf jeden Fall noch mehr. So. Natürlich hat das mit der Spiegelachse hervorragend gar nicht funktioniert. Wie? Aber die Endlichter hier drüben hast du gesetzt. Ja, aber warum hat er die hier nicht gesetzt? Achso, ich habe eben hier eins entfernt auf der einen Seite. Also nicht neben der Tür hatte ich eins entfernt. Ja, aber die vier wurden alle nicht gesetzt irgendwie. Ah, okay. Hast du noch an? Siehst du sie noch? Ja, die Spiegelachse ist an. Okay, alles klar. Aber dann, das gab es doch schon mal keine Ahnung, irgendwas hatte ich mal mit Betten oder sowas. Da hat die Spiegelachse auch nicht funktioniert für die Blöcke. Okay. Aber die vier Lampen waren gesetzt, oder? An der Decke hier? Die hinten hat es gesetzt, ja. Also ich habe hier, was ich noch entfernt habe, war hier, die waren hier in diese Richtung. Hier Ach, oben stimmt. An der Wand waren noch welche. Wir. Die habe ich entfernt. Ja. Ansonsten müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen heller machen. Um das ein bisschen heller zu machen, gehe ich mal ganz kurz an das Cockpit und du sagst mir, wann es angenehm ist fürs Auge. Ja. Ach komm, lass mich ran. So, und die Dinger heißen irgendwie Ceiling Light. Die haben wir so schon. Soll genau. Ich glaube, ich bringe die mal in eine Gruppe. Ja, nenn die am besten aber auch irgendwie Deckenlichter. Lampen-Cockpit oder sowas, dass wir wissen auch, dass sie hier fürs Cockpit sind, falls wir irgendwie andere mal umfärben oder was auch immer. Okay, dann meine ich es einfach Licht-Cockpit. Yep. Ne, Lampen muss schon eher sein, es sind ja schon Lampen. So, Lampen-Cockpit, speichern, haben wir es. So, jetzt, ich mache mal kurz aus. Sieht's aus. Gut, dann den Radius. Oder soll ich die Intensität höher machen? Ja, Radius. Mach mal mit Intensität. So, das wäre jetzt Intensität. Nee. Oh Gott. Erblindet, okay. Radius. Ja. Oh, das merke ich auch. Ich sehe das hier im Hintergrund. Das ist gut, oder? So? Oder noch mehr? Mach mal einen Ticken weniger. Noch ein bisschen weniger. So. Ups. 6,5. So? Ja. Gut. T. Oh, wow. Ist ja richtig hell geworden. Ja, geil. Die machen Licht. Die machen Licht.
Da klappt es auch mit dem Nachbarn. Sehr geil. Und die blenden nicht so weg wie die Original. Ja, richtig, richtig. Oh, die haben richtig schönes. Oh ja, das ist geil. Ich mache mal mein Licht aus. Ja, das ist nicht viel, was da Unterschied macht, ja. Cool. Ja, das ist echt cool. Das ist auf jeden Fall wesentlich hübscher als das, was wir vorher hatten. Richtig schön hell hier in der Kiste. Wir haben hier ein Dach falsch. Ja, das ist falsch, ist mir eben auch aufgefallen. Das ist falsch rum die. Beiden Seiten falsch. Ja. Das wäre natürlich jetzt blöd. Okay, das müssen wir jetzt nochmal wegmachen. Das ist ja. Das ist unsere leichte Übung. Ja, übrigens, Steuerung X ist das Geheimnis, so ein ganz fliegendes Teil wegzuentfernen. Kam in den Kommentaren, habe ich mir gemerkt. Oh, ich sehe auch hier ist was kaputt. Ich brauche mal ein Schweißgerät. Die Wand ist kaputt. Hier, da ist eine Delle drin. Tatsache. Da ist wahrscheinlich. Achso, nee, wir hatten hier. Moment, ich gehe mal drüben hin, bevor du zumachst. Wir hatten so einen Rahmen gezogen, oder? Oh, okay, das war falsch. Okay. Okay, das heißt, ich brauche hier das. Ah, ich verstehe, warum das hier falsch war. Ja. Wir müssen einmal den Rahmen auch kurz ändern. Ja. Wenn ich einfach mal dieses komische Fenster hinter der Ecke angucken könnte. Ja, danke. Denn wir wollten das unterschiedlich machen. Was? Ja. Ja, wir wollten, dass der Rahmen anders aussieht, anders farbig aussieht als die. Ah, okay. Und dadurch hat es dann das Dachfläche umgedreht. Und dadurch haben wir einfach die falschen gesetzt. Wollen wir erst reingehen, bevor wir es setzen? Obwohl, wir gehen unten in den Bauch jetzt gleich rein. Das ist okay. Ja. Ja. Stimmt, ja. Ja. Nee, wir gehen unten in den Bauch rein. Passt. So, jetzt passt das auch, ja. Coole Sache. Endlich anständiges Licht und kleine Fehler noch ausgebügelt. Ich finde, das sollte erstmal fürs Cockpit reichen, sonst halten wir uns wieder eine Folge lang im Cockpit auf. Yes, sir. Gut, dann gehen wir mal in den Bauch des Schiffes, denn wir haben noch einen weiteren Mod eingebaut. Kam ja zahlreich in den Kommentaren in genau. Der Folge. Mach doch mal jetzt hier, ist doch so. Mach mal noch Better Pistons. Genau. So, die haben wir natürlich auch eingebaut. Selbstverständlich, und da ist er doch, der fette Kolben. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Das ist hier massiv. Wo sieht man denn die. Wo siehst du denn die Better Pistons? Ach da, ja, ich sehe ihn. Ja, Kolben heißt einfach nur, gell? Genau, das ist für eine Kolben neben den Dreiecksfenster-Dingern da. Ja, das ist auf jeden Fall etwas größer. Das ist mal ein Kolben. So, dann würde ich sagen, zählen wir nochmal. Wir hatten das ja schon mal. Wir fangen hier an der Seite an und das sollte ja weit genug ausfahren, um unser Tor jetzt so zu setzen, wie wir es vorhatten. Langt das? Ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich. Irgendwie nicht. Eine 9 noch im Kopf, ich weiß es nicht. Warte. Ich setz mal ganz kurz eine Zählreihe. So, um das mit einem zu machen. 17 waren das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sind bei 20. Ne, sind bei mehr. Wir sind bei 21. Also mit der Mitte einen frei. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir können es ja zusammenfahren. Das heißt, 10 müssen wir rausfahren und hinten dran den Kolben. Also das 10, okay, das 10 von der Kante aus und dann noch den Kolben hinten dran. Dann müsste es passen. Ja, das sind ja 10, da wo ich das Ding gesetzt habe. Das ist die Nummer 10. Da muss der Kolben halt. Und dann der Kolben direkt hinten dran. Da so, und dann den Kolben da vielleicht irgendwie als. Als kann man den da durchführen. Oder dazwischen setzen. Genau. So, dann hoffen wir, dass der ausfährt. Ich setze uns schon mal gerade ein Cockpit hier hin. Damit ich will auf jeden Fall, dass der hier irgendwo fest ist. Dass wir das Ding gleich ansteuern können. Dann bauen wir ja auch gleich Licht ein. Also hier kommt auch gleich Licht in die Sache. Aber der gefällt mir optisch schon sehr gut. Ich finde den sehr schick. Achso, jetzt hast du es umgedreht. Jetzt hast du praktisch, okay, ja. Was denn? Also was hast du, du hast den Kolben jetzt hinten, diese Wand hast du hinten dran gezogen. Ich mache mal meine Thruster an. So, was hast du gesagt? 10 Abstand? Das sind von hier, also vorm Kolben sind es 9. Direkt vorm Kolben. Das ist aber dann zu wenig, weil wir haben 21, die... Ach nee, Quatsch, nein, Entschuldigung, nein, ich habe anders gezählt, ich habe den Rahmen, den gelben mitgenommen, okay. 9 hast du. Warte, so. das sind 9 jetzt, ne? Ja. Dann ist der Kolben 3 lang. 2, 3. Und dann kommt hier die Wand. Ah, du hast schon gesetzt, okay. Nein! Ja, das war im Sinne des Erfinders. So. Genau. Gut. Perfekt. Dann haben wir das. So, fertig. Geiles Tor, oder? Schwebt irgendwas. Was? Miau.
Da ist ein Block geflogen. Ja, das war wahrscheinlich durch mein Abbauen eben. Gut, dann brauchen wir die Teile für das... Ach, warte mal. Ja? Ich überlege gerade. Ich würde... Warte mal. Das, was? Ja, erstmal den Kopf hier wieder abmachen. So, zack, zack. Soll ich meinen auch nochmal entfernen? Was hast du für Aua? Ich habe das Problem jetzt, dass ich den Kolben habe ich sozusagen an der Wand anbringen können. Das heißt, das Ding ist so breit wie ein Block. Oh, das müsste trotzdem gehen, meine ich. Du hast jetzt Bedenken, dass es an der Wand... Ja, komm, wir fahren aus. Ja, weil guck mal, der legt Press an der Wand an. Ich habe jetzt Bedenken, dass der die ganze Wand... Ich mache hier gerade mal Escape und Speichern, weil... Ja, du... Ach, ja, genau. Ich weiß, warum. Okay, ich weiß noch nicht genau, warum, aber... Doch, doch, ich kann mir vorstellen, weil du ausfahren und Raumschiffzeit drückt oder so. So, ich gehe mal ganz kurz ins Cockpit und mach mal Kaufmann. Und das Ding heißt... Das Kolben. Nennt sich auch Kolben. Kolben 3, 4, 5, 6. Oh, fuck. Welcher ist denn welcher? Das sind die. Ah, wir haben vier, hier. Okay. Dann gruppiere ich die mal, ja? Mhm. Und nenne diese Gruppe Tor. So, ich fahre jetzt mal ein Stück. Minimale Entfernung, maximale Entfernung. Ich fahre jetzt mal ein Stückchen aus. Passiert da was? Ja, sie fahren aus. Okay. Und es ist nichts kaputt. Nee. Oder? Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Was war los? Es vibriert alles. Erdbeben. Nee, Spacebeben. I don't know. Was? Bei mir passiert nichts. Immer noch? Ja, ja, der hier drüben, der schwingt. Der macht hier Faxen. Oh, bei mir nicht. Nein. Soll das sich nicht synchronisieren lassen, die Scheiße? Der macht jetzt gerade auch Schaden. Bei mir ist überhaupt kein Schaden da. Doch, man kann das bestimmt jetzt schweißen. Achtung. Wo ist denn hier Waffenwerkzeuge? Zack, zack. Hallo, ich will Charakterwerkzeuge da. Das gibt's gar nicht, ich hab das nicht gesehen. Der doch hier gerade irgendwo hat der. Kannst du schweißen? Schweißt der? Nee, irgendwie nicht. Ja, ich sehe auch keinen Schaden. Aber der macht auch voll den. Wiggly? Wiggle, wiggle, ja. Ach, nicht wickel, 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 wickel ist scheiße, das kennen wir doch, das Problem. Oh, hier ist ein Loch in der Wand. Ja, ich hab da grad... Ach so, geflickt. Aber du hörst es auch, die schwingen, wenn du genau davor fliegst. Was? Echt? Ja, flieg mal davor, der schwingt nach links und rechts. Ah, wenn jetzt, du den direkt da, von vorne anzuckst. Der zappelt ganz leicht, ja. Warum schwingen die? Weil er vielleicht an der Wand dran ist? Okay, pass auf, wir entfernen einfach nochmal. Und setzen die einfach mal eins weiter dahinter, oder? Die Kolben. Also mit eins Abstand zur Wand, oder? Müssen wir ja. So. Ach, ich habe den Kolben rausgenommen. Hast du noch ausgewählt? Ich habe jetzt schon das Tor, wollte ich jetzt schon bauen. Ja, ich habe ihn noch ausgewählt. Können wir das Tor nach innen verkleiden, einfach wenn das jetzt nicht passen sollte. Gut, dann mache ich jetzt, dann fahre ich das Ding nochmal, ja? Jo. Ja, jetzt sollten sie ja eigentlich nur... So, Kolben 7, 8, 9, 10. Machen wir eine Gruppe. Tor. Speichern. Ja, so. Der ist zwar auf dem Kopf, aber das ist ja egal. Ich fahre aus. Bewegen sich? Ja. Okay, ich bewege sie wieder zurück. No! Jetzt, so. Hab's wieder eingefahren. Und da ist wieder Vibration. Wieso geht das denn nicht? Liegt das am Server schon wieder? So eine verdammte Scheiße. Jetzt sind sie wieder ruhig. Also das sind einfach beim Bewegen fangen diese Köpfe an, da sich zu. Vielleicht, weil nichts dran ist? Nee, glaube ich nicht. Aber jetzt haben sie wenigstens keinen Schaden gemacht. Ich glaube, das ist wieder Synchronisationsgedöns-Problem. Gut, wir probieren es jetzt einfach. Wir müssen das jetzt hier durchziehen. So. Ah, das ist doch aber ein Scheiß, ey. Ja, ich weiß. Nicht. Aber wir können es halt nicht, ne? Machen wir hier dann noch eine Mauer hin, damit das einfach auch wieder Symmetrie und so, ne? Was bescheid. Ja.
Ich weiß. So, so, bis zum Boden, ne? Ah, ne, wir müssen eine Kante freilassen. So. Die sind ja gar nicht mehr gelb. Die waren nochmal gelb, diese Tor. Achtung, Achtung, Achtung. Was jetzt? Ich weiß nicht. Du hast Fläche gesetzt, oder? Ja, ja. Okay. Die haben wir gefärbt, so, dass die gelb waren. Dann haben wir Eckmodule. Das ist die 8. Warum setzt er nicht von sich aus das auf die Kante? Also mit diesen Tormodulen habe ich solche Probleme irgendwie. Echt? Nee, jetzt nicht mehr. Also ich... So, jetzt habe ich das Eckteil. Und das setze ich unten auch noch. Und zack. Nee, mit dem Anvisieren, weißt du, dass es an der richtigen Stelle ansetzt, dass es halt auch grün wird. So. Alles klar. Und wir müssen eigentlich bis zur Kante, oder? Das war doch... So, dann setze ich jetzt hier mal eine Fläche. Und lass... kann man die Schnittkante, müsste man ja ab platt machen können, ne? Oder? Die Schnittkante, also wo die sich praktisch berühren, die Tore. Warum geht denn das aber auch jetzt bis zur Decke? Ah, schraff's nicht. Oh, das war eins zu weit. So. Und die 7. Hast du die Spiegelachse an? Nicht? Nee. Keine Ahnung. Doch, die Spiegelachse ist an. Aber er tut nichts. Hä, der hat nur die eine Kante gesetzt? Ich habe die Spiegelachse an. In der Mitte ist rot. Ja, das... Ach, keine Ahnung. Du hast die unten auch mit der Kante gesetzt. Hä? Warum spiegelt der nicht? Okay, du hast die unten anders gesetzt, aber das ist ja egal, oder? Egal. Sag mal, das ist egal. Ja, ich sag auch, das ist egal. Ich weiß zwar nicht, warum du so sprichst, aber es ist egal. So. Okay. Und zwar bis vor. So. Zack. So ist es ja gedacht mit den Toren da. Aber hast du es vorne auch gerade gemacht? Ja, vorne, ja, natürlich. Die, wo vorne sie aneinander stoßen. Ja, du hast doch diese abgekanteten, aber die dürften ja, die reiben ja nicht aneinander. Oh. Was mich schon wieder hier in Angst und Schrecken versetzt, ist, dass hier die Blöcke sichtlich keinen Abstand zu den anderen Blöcken haben. Die sitzen ziemlich press dran, gell? Ja, und das haben sie nicht immer. Die sind, schmaler als ein Block, ja. That's true. Aber waren die von der Höhe, hatten die nicht da auch immer Abstand irgendwie so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen das Risiko jetzt einfach ein. Baut es jetzt auf der anderen Seite genauso wie du. Dürfte ja von Stabilität keinen Abbruch tun. Nur dem Schiff gibt es gleich einen Abbruch. Ja, da wird irgendwas abbrechen. Was wird sich dann zeigen? Zack. 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 So, dann machen wir den Mittelteil erstmal mit den 6er-Blöcken. Aber dass die Spiegelachse da nicht funktioniert? Die Frage, wo das Problem liegt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. So. Also ob die Spiegelachse deswegen nicht funktioniert, weil der Server irgendwie was nicht synchronisiert, oder... Ich gehe stark davon aus, dass es wieder so Synchronisationsprobleme sind. Genauso auch, dass die Pistons einfach anfangen zu wackeln. Weil ich schätze, im Singleplay wird das nicht der Fall sein. Macht ja keinen Sinn. Ja, ja, nee. Vor allem, man sieht ja auch die hier vom LSG und so weiter. Der baut ja diverse Dinger nach. Ja, eben, da ist ja nie irgendwelche Probleme. Und was ich heute aber nicht merke, ist die, wir hatten doch immer mal Probleme, dass so mit einer gewissen Verzögerung erst Sachen gebaut werden. Das merke ich heute nicht. Das stimmt. Also das ist ja... So. Ich habe echt Bedenken, dass da gleich was schief geht, aber... Ich meine, die Chance ist groß. Die Chance ist... Wenn wir was bauen, ist die Chance immer groß. Nee, das liegt ja nicht an uns. Wir sind ja Profis. Ah, du hast schon für mich... So. Du hast für mich die Ecken gebaut. Sehr gut. So.
Jetzt kommt Escape, der Moment, speichern. Wo der Hamster an zu humpeln fängt. Nee, wie ist doch gar nicht allzu schlimm, weil jetzt ist ja sowieso hier schon eigentlich mehr oder weniger die Folge zu Ende. Ende das heißt, mit der Folge. Falls wir dann also neu laden müssen, ist ja jetzt gar nicht so tragisch. Okay, ich steige in mein Cockpit. Und ich? Ich drehe mal den Kopf so leicht nach rechts, damit ich das Elend mitkriege. Ich schnapp mir Popcorn und... und, ja. Ja, mal, wir machen das anders. Ich muss so ein bisschen, ich schiebe das mal ganz an den Rand, dann habe ich so ein bisschen noch einen Blick davon. So, K. Ja, jetzt sehe ich das nämlich, was da jetzt passiert. So, Tor. Oh, Sesam, schließe dich. Ich mach. Oh, es geht. Ja, warte mal ab. Das Tor ist meines Erachtens schräg. Moment. Ich hab mal auf 0 gemacht. Was auf schräg? Nee, das ist nur meine Perspektive. Okay, es ist alles noch hübsch. Okay, pass auf, du musst mir dann Stopp sagen, ja? Ja. Oh Gott, ich hab Angst. Und Moment, maximale Entfernung müssen wir mal festlegen. Die sind ja super Pistons, die sind ja wesentlich länger. Ja, wissen wir noch nicht. Deswegen muss ich einfach Stopp sagen und du siehst dann, wie weit es jetzt ungefähr denn ist. Nee, ich sehe ja keine Entfernung. Ich hab ja nur eine... Dann wird's schwierig. Ne, warte mal, ich mach hier auf 0, irgendwas. Jetzt bewegen sie sich, oder? Ja. Okay, dann mache ich mal die maximale Distanz, mache ich mal hier auf weniger, mache ich mal auf 8. Oder machen wir erstmal weniger auf 6 oder 8 5. Hast du jetzt 8 schon? Nee. Weil die haben schon gestoppt jetzt. Die haben jetzt gestoppt? Ja. Okay, warte. 9. Ja, das machen sie wieder ein bisschen weiter. Machen wir also auf 12 oder so. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. So. Sag mir, wenn sie anhalten. Die haben schon angehalten. Achso, okay. Mehr Gas brauchst du nicht, aber ja, eher weniger Gas. Mach mal schon langsamer. Okay. Okay. Hab ich. Sind sie noch am Ausfahren? Nee, die haben jetzt schon wieder gestoppt. Auf was hast du jetzt? 11. Dann mach mal 15 oder so. Das wäre der Maximum. Echt? Ja. Das ist ja gar nicht so gut, weil ich glaube, das langt nicht. Vielleicht sind das gar nicht die Superkolben, nur die sehen jetzt anders aus. Wäre ja witzig. Weil die heißen ja auch Kolben, das wundert mich. Ja, vielleicht haben wir jetzt gerade gar nicht die Mod-Kolben. Das stimmt, ich bin jetzt auf 15. Ich bin fertig. Ja, da ist noch ein guter Spalt, also das Tor ist noch offen. Haben wir die... sehen jetzt auch anders aus? Oh, und da... Da haben sie eben Tore bewegt. Da passiert gerade was. Ja. T. Der Kolbenkopf ist abgefallen. Und warum? Die schweben jetzt nach innen. Keine Ahnung. Und wir müssen neu laden. Aber dann lasst uns gerade nochmal gucken, ob wir irgendwo doch noch einen anderen Kolben haben aus der Mod. Wir haben doch den Mod installiert. Wo ist er denn? Ich sehe den Kolben, der hat ein anderes Symbol bekommen. Motorteil, bla bla bla, Advanced Rotor, nee. Also vom Symbol her sehe ich keinen anderen Kolben hier in unserem Inventar. Haben wir sie doch nicht installiert und haben jetzt die normalen Kolben? Nee, der normale Kolben ist noch zu sehen. Das ist nicht der, den wir haben schon den anderen genommen. Wir haben den aus der Mod genommen. Also den wir hier angezeigt bekommen, das ist, wo ist denn der andere normale Kolben? Der normale Kolben ist dritte von rechts, vierte Reihe von oben. Ach da, Kolben, da. Also wir haben schon den anderen genommen. Und warum ist der dann auch nur so mini vom Auswahl her? Zum Abschluss der Folge werde ich jetzt noch einmal den Kolben setzen. Zum Vergleich. Also sie sehen ja auf jeden Fall schicker aus, ne? Das ist jetzt der Dingskolben. Auf jeden Fall, aber... Und das ist der Superkolben, der angebliche. Ich blick gerade nichts mehr. Maximale Distanz. Warum denn nur 15 Meter? Ich habe gehört, der soll irgendwie ein paar 30 Meter weit gehen. 35 Meter oder so habe ich gehört. I don't know. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Space Engineers wieder. Wenn euch dieses kleine Chaos gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zu der weiteren Folge. Dann kriegen wir das schon raus. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.